So, es geht hier um diese Thermoskanne, Thermostasse. Also, es geht ein guter halber Liter rein. Das ist also schon eine gewaltige Menge. Es ist praktisch. Ich muss gieße mal meinen Kaffee ein. So, also. Und man gießt und gießt und gießt und gießt und gießt und gießt. Das ist jetzt noch von heute Morgen, also der Dampf deswegen noch nicht so. Da sieht man, hier, jede Masse hat man drin. Dann, da ist das Loch. Das will ich zu mir haben. Rechtshänder offen. Zu. Man sollte aber bedenken, sie ist nicht ganz wasserdicht, weil. Oder auslaufsicher, wenn man hier das hochmacht, dann sieht man es. Ne, man sieht es eigentlich nicht. Da müsste man es gegen das Licht halten, vielleicht. Da kann also schon was rauskommen. Und so, auch wenn man zu hatte, man stellt es auf den Kopf, dann kommt dann hier hinten ein bisschen was raus. Aber für Normalbetrieb ist das super. Also, es hält wirklich von morgens bis zum Nachmittag, also sagen wir mal von morgens um 8 bis nachmittags um 3. Dann ist der Kaffee lauwarm. Aber solange ist er doch trotzdem noch gut trinkbar. Also ich bin begeistert davon. Ich hab die Tassen gekauft, also auch andere Sorten für meine Mutter, die ist bettlägerig. Und da kann ich morgens den Kamillentee machen oder was sie gerade haben will. Oder auch eine Tasse mit Kaffee. Und sie kann jederzeit trinken, wann immer sie möchte. Ne? Und ich denke mal, hier so ein großer Pott für Kaffee, das wäre noch was für mich. Das sollte man sich überlegen. Also wenn man zwischendurch was tut und dann will man wieder einen Kaffee trinken, dann ist er in der Tasse noch nicht kalt. Das ist vorteilhaft. Ich bin zufrieden.